Mein Name ist Beatrice Tappmeier und ich arbeite seit vielen Jahren, inzwischen über 30 Jahren, im autonomen Frauenhaus in Bielefeld. Wir sind eine anonyme Zufluchtsstätte, die Frauen aufnimmt mit ihren Kindern, die von Gewalt betroffen sind. Wir haben 11 Plätze, also wir können 11 Familien aufnehmen bei uns, die haben ein eigenes Zimmer. Und ja, unsere Aufgabe besteht darin, ihnen zu helfen, also sie dabei zu unterstützen, einen Weg aus der Gewalt herauszufinden, neue Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln und zu gucken, wie sie gewaltfrei weiterleben wollen. Unser Alltag besteht darin, die Frauen bei uns, ihnen das Haus zu zeigen, zu gucken, was sie an Unterstützung brauchen. Und da müssen sie sich die Palette an Frauen, die zu uns kommen, sehr breit vorstellen. Es sind junge Frauen, die von ihren Eltern weggehen müssen, weil sie zwangsverheiratet werden sollen, weil sie geschlagen werden, weil sie Gewalt erfahren, weil sie nicht ihren Weg gehen können, den sie für sich für richtig halten. Es sind Frauen mit Kindern, die Gewalt in der Ehe erlebt haben. Es sind alle Formen von Partnerschaftsgewalt, die sie sich so vorstellen können. Für die Frauen ist es eine große Umstellung, bei uns zu sein. Sie leben mit 10 anderen Frauen zusammen, mit vielen Kindern, unterschiedlichen Altern und Nationalität. Was sie eint, ist die Gewalterfahrung. Und was ja mich in meiner Arbeit immer sehr beeindruckt, ist doch, wie zugewandt und wie unterstützend die Frauen miteinander sind. Der eine Teil unserer Unterstützung ist das, was wir als Mitarbeiterinnen leisten. Aber ein ganz, ganz großer Aspekt ist das, was die Frauen miteinander an Unterstützung geben können. Die sind sehr solidarisch miteinander und es ist eine gute Erfahrung zu wissen für jede Frau, dass sie nicht alleine mit ihrer Gewalterfahrung ist, sondern dass da noch viele andere sind, die diese Erfahrung auch gemacht haben. Und dass sie nicht alleine diesen Weg gehen, sondern dass andere auch schon ein paar Meter weiter sind. Vielleicht schon eine eigene Wohnung in Aussicht haben, eine neue Perspektive geplant haben. Das macht den Frauen, die gerade ankommen, Mut, das auch zu schaffen und auch diesen Weg gehen zu können und gemeinsam mit den anderen Frauen, aber auch mit unserer Unterstützung zu überlegen, wie dieser Weg denn aussehen kann. Das ist so unsere Hauptaufgabe und ja, das, worauf wir bestenfalls dann auch zufrieden zurückblicken, dass die Frauen gehen, einen neuen Plan haben, eine eigene Wohnung haben und mit ihren Kindern dort leben können und in ihrem Leben keine weiteren Gewalterfahrungen machen müssen.